Wir bereiten jetzt ein Espresso und Cappuccino an der Siebträgermaschine zu. Das ist ganz wichtig, dass alle Gerätschaften an der Maschine dort sind. Das heißt, sie sind warm. Wir machen die Tassen, den Siebträger warm, indem dass wir einmal Wasser durchlaufen lassen, falls die Maschine länger gestanden ist. Beim Zweigreiser ganz gut, dass man die richtige Temperatur dann erreicht hat. Der nächste Schritt ist dann, das Kaffeemehl zu mahlen. Die Mühle ist das Herzstück der Maschine eigentlich, weil der Mahlgrad und die Menge sehr viel daran beteiligt sind, wie der Kaffee letztendlich schmeckt. Zum Mahlgrad, das ist so ein Zwischending zwischen Mehl und Sand, wenn man das einmal in die Finger nimmt. Und von der Menge her kommt es ein bisschen darauf an, was für Siebträgergröße das man hat. Beim Doppelsieb liegt man meistens so zwischen 16 und 21 Gramm. Die meisten Mühlen haben es auch so, dass sie eine Timerfunktion vorher haben. Das heißt, die Mühle gibt eine bestimmte Menge in einer bestimmten Zeit raus. So, wenn man sich das jetzt anschaut, dann sieht man und das einmal gerne mal fühlt, ist so ein Zwischending zwischen Mehl und Sand. Bevor dass man das jetzt antemmt, tut man es erstmal gleichmäßig verteilen und dann mit richtig Schmackes draufgehen. Zwischen 15 und 20 Kilo, sagt man da. Auch schauen, dass es gerade ist. Ist es schief, dann läuft es auf der einen Seite schneller raus wie auf der anderen. Man macht den Siebträger noch sauber. Und dann hängt man ein und Ziel ist es, in 25 Sekunden etwa 25 Milliliter rauszukriegen. So, wir haben hier eine Vibrationspumpe. Da kommt er optimalerweise zwischen 7 und 8 Sekunden raus, dass er anfängt. Und die 25 Sekunden zählen ab dem, dass ich die Maschine eingeschalten habe. Ab da ist Kontakt auf dem Kaffeepuck mit drauf und ab da fängt der Kaffee auch zum Extrahieren an. So, unser Espresso war somit fertig. Den am besten auch wirklich warm servieren und heiß trinken. Und beim Cappuccino, da fällt uns nur die Milch und um die kümmern wir uns jetzt. Beim Kännchen ist so ein Finger weit unterm Schnabelende, dass man die Milch mindestens einfüllen muss, damit das Schäumen einbahnfrei klappt. Bei der Milch ist es wieder erwartens nicht der Fettgehalt, der die Milch gut aufschäumen lässt, sondern der Eiweißgehalt und der liegt bei der Kuhmilch in der Regel so bei 3,3 Gramm. Nimmt man nicht Kuhmilch her, dann muss man aufpassen, wie Hafermilch, die hat natürlicherweise fast kein Eiweiß und dann muss man die Barista Professional Milch kaufen, damit man damit auch Milchschaum machen kann. Jetzt gehen wir her, wir nehmen erstmal das Kondenswasser aus der Dampfblase raus, damit wir das Wasser nicht in der Milch mit drin haben. Und auch beim Schäumen gibt es quasi eine Systematik dahinter. Man kann es unterteilen zwischen Zieh- und Rollphase. Die Ziehphase ist, ich produziere den Schaum, ich ziehe die Milch aus dem Kännchen raus. Und die Rollphase, ich mache eine homogene Masse draus, ich tue das quasi durchstrudeln, sodass das alles eins wird. Und wenn ich anfange und die Maschine einschalte, dann tauche ich erstmal die Dampfpflanze komplett unter die Milch, damit da nichts passiert. Da kann ich einschalten und dann fängt das quasi an. Aber bin ich zu weit an der Oberfläche, dann verteilt das irgendwo die Milch. Und bei der Ziehphase gehe ich dann an die Oberfläche, kratze ganz leicht an. Damit verwirbelt die Luft und der Dampf die Milch, man schäumt auf, man produziert Schaum. Und dass man weiter Schaum macht, zieht man das Kännchen ganz langsam nach unten, damit die Dampfpflanze weiter an der Oberfläche bleibt. Und man möchte hier auch keinen Bauschaum machen, sondern, keine Ahnung, so 1-2 cm reichen meistens von der Höhe bei dem Kännchen. Und dann bleibt man da, wo man ist. Die Dampfpflanze geht unter die Oberfläche und man geht in die Rollphase über, sodass es nur noch durchzirkuliert. Genau, und das machen wir jetzt. So, man hört das ganz typische Ziehgeräusch. Jetzt reicht es uns auch von der Höhe. Bleiben wir da, wo wir sind und dann warten wir nur noch, bis es warm ist. Und was heißt warm? Da liegt man zwischen 60 und 65 Grad. So, jetzt haben wir in der Rollphase. Man hört nichts mehr und dann reicht uns das auch und gehen wir her. Man gewöhnt sich am besten am Anfang auch gleich an, dass man nochmal nachdampft, sodass die Milch sich nicht in die Dampfpflanze reinzieht. Einmal über die Dampfpflanze drüber fährt und gut ist. Jetzt kann man, wenn man Blasen in seinem Schaum hat, nochmal dreimal klopfen, dreimal schwenken. Durch das Schwenken verbindet man die Milchfette auch schön miteinander.
wenn man dann mit Latte Art startet, kommt es ein bisschen darauf an, was einem leichter fällt. Ich sage aber immer, am Anfang die Tasse hinstellen, da muss man sich nur auf eine Hand konzentrieren. Ich brich die Crema auf. Ich nehme den Schwung von oben, dass die Milch ja unter die Crema eintaucht. Damit viel Gefühl umrühren. Wenn ich zeichnen möchte, müsst ihr mein Kännchen herlegen, erhöhe die Gießgeschwindigkeit und ziehe dann einmal schön durch. So, und das ist so quasi die einfachste Art, ein Herz in die Cappuccino-Tasse reinzumachen. Und dann am besten noch warm genießen.